So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon, die schwarze Edition. Wir haben im letzten Part den vierten Orden geholt und sind jetzt auf... Oh nee, Route 5. Warte Peter, wir haben beide den Voltorden, oder? Wer ist stärker, Mann? Mein Sieg wird diese Frage beantworten. Dann direkt wieder mal ins Pokémon Center zurück. Scheiße, Mann. So, Sharon hat 4 Pokémon, wie wir. Cleoparda. Haben wir, meine ich, schon gelesen, aber ich guck nochmal nach. Cleoparda. Ja, hat keine Triebwehr, also haben wir schon gelesen. Schaufler. Mobilieb. Alter, die bescheißt doch, Mann. Ist zurückgeschreckt und kann nicht arbeiten. Ist übrigens kein Normaltyp. Was habe ich denn? Ich habe falsche Attacke. Ist übrigens kein Normaltyp, sondern ein Unlichttyp. Cleoparda. Ja, Initiative sinkt. Oh, verstehe. Mhm. Für diese Attacke hast du dich entschieden. Ja. Mhm. Aha. Analysiert mich. Aha. Ja, ich habe mich nur für die Attacke entschieden, weil ich mich verklickt habe. So, Verfolgung. Oh. Und den Schaufler noch dazu. Bam. So, ein Sodamak. Wasser ist nicht so gut gegen. Für uns. Da darf der es. Dan ran. Los, Dan. Das ist doch kein Kampfruf. War das... Das war doch nicht... Paradonis Ruf? Krank. Navitaub. Ja, da ist unser Dark Lord wieder gut. Weil wir ja eine Flugart, eine Gesteinsattacke haben. So, erstmal bedrohen. Er bedroht uns aber auch, oder? Nee, er nicht. Okay. So, beide werden Attacken ab. Toll. Nix trifft in dem Teil. Nix. So, sehr effektiv. Initiative sinkt. Oh nein, der Wind schnitt mich. Oh, nochmal ein Felsgrab. So, Efozerb kommt noch. Und da haben wir unsere Wilhelmine. Eigentlich haben wir schon ein sehr gutes Team gegen unseren Rivalen. Oder speziell gegen unseren Rivalen. Aber irgendwie so generell ein paar Typen haben wir einfach nicht abgedeckt. Naja. Der Wind... Oh, so schneller. Mit den beiden Stummelbeinchen ist es schneller. Wow. Und wert ab, toll. Oh nee. Es hat uns bepflanzt. So. Oh, es hat eine Beere. Yeah. Und da labt es sich noch an uns. So, dann halt nochmal ein Windschnitt. Saugt uns aus. So, noch einen letzten. Nur damit du Bescheid weißt, es ist noch lange nicht vorbei. Doch, nächste Runde. Ehrlich. Ah! Oh, vielleicht auch nicht. Wenn er jetzt Angriff steigt, Spezialangriff. Okay, keine Verteidigung. Gut, dann schon. Jetzt hat er ja die Verteidigung steigen können, einen Heiltrank trinken können und dann hätte er uns noch besiegen können. Du bist so stark wie immer. Ja, ich weiß. Ein Fluch und doch. Ein Segen und doch ein Fluch. Wieso nur gewinne ich nicht gegen dich? Weil ich einfach cooler bin, ganz einfach. Ihr beide seid also Freunde. Ich finde es toll, dass ihr euch gegenseitig antreibt und so besser werdet. Nein, das ist nicht toll. Der geht mir auf den Sack, der läuft mir immer hinterher und dann wieder kämpfen. Und verliert. Los, gehen wir. Hm? Oh, Camilla, es ist mir eine Freude. Peace. Ein Festival großartig. Das Leben soll ja Spaß machen. Wer ist das? Das ist Lauro, der Champ der Einalregion. Der Champ? Warum verplempert der Champ an einem Ort wie diesem seine Zeit? Warum arbeitet er nicht? Richtige Frage, Sharon. Du bist ja wirklich so streng, wie man sagt, mein Junge. Tag, ich heiße Lauro. Ich bin der Champ der Pokémon-Liga von Einal. Und ich verplempere hier nicht meine Zeit, sondern bin auf Reisen. Ich will alle Winkel von Einal kennen, wie meine Westentasche. Ich komme aus Avenicia und heiße Sharon. Ja, davon hast du nie was gehört, ne?
Mein erklärtes Ziel, weil es so ein kleines Kaffee ist. Als Trainer ist es, der neue Champ zu werden. Na gut, das Ziel seiner Reise zu kennen ist lobenswert. Und was wirst du machen, nachdem du Champ geworden bist? Ich werde die Welt bereisen. Gibt es noch ein anderes Ziel, als stärker werden zu wollen? Der Champ ist der stärkste Trainer von allen, oder nicht? Stark werden, der stärkste sein. Das als Zielsetzung wohl genug? Versteh mich nicht falsch, ich will dir nicht widersprechen. Ich will, dass alle Leute von überall her die Pokémon genauso lieben wie ich. Das ist das Ziel, das ich verfolge. Verbring doch etwas Zeit mit den beiden hier, dann versteht ihr es vielleicht. Wollt ihr zwei nicht in einem Pokémon-Kampf gegen sie bestreiten? Hey, ihr zwei, komm mal her! Habt kleine Kinder? Alles klar, aber zuerst? Ja, er hat uns geilt. Und los geht's. Wir machen jetzt Kinder fertig, Mann. Kinderkloppen angesagt. Wie haben wir hier? Es tut mir leid, ihr Kleinen, aber jetzt gibt's. Kinderkloppen. Oh, zwei Terry Barks. Damit kommen die aber nicht arg weit. Spielt der Champ jetzt hier Pokémon-Meister, Lehrer von den Auszubildenden? So, Bedroher. Ja, das braucht jetzt seine Zeit, ne? Drei Bedroher sind im Spiel. Ah, ne. Schaufler, ja, komm. Wir schaufeln den ihr Grab. Leoparda ist natürlich. Oh, Katze gegen Hund, fällt mir gerade auf. So, Terry Bark Bodycheck. Ja, Dark Cloud wird ab. Bodycheck. Oh, kann nicht abwehren. Oh, das ist jetzt traurig. Oh. Rechte Hand. Ey, die Attacke gehört Minun und Plusel. Okay, Verfolgung. Ein Schaufler. Was? Hä? Warum haben die denn so wenig Schaden genommen? Okay, wir machen mal den Knirscher. Ha. Ja, auch der trägt eine Beere. Sind anscheinend doch heftiger als gedacht. Die haben doch abnormale Werte. Ist doch niemals, ist es normal. So, Cleopatra ist irgendwie schneller als wir. Rockheimann ist jetzt nicht der schnellste. Okay, der eine ist weg. Und der andere ebenso. So, easy und entspannt. Mein Pokémon war ja wohl total süß. Mein Pokémon hat genauso gekämpft, wie ich es ihm gesagt habe. Ihr zwei habt zwar nicht gewonnen, aber es war ein guter Kampf. Die Pokémon haben sich auch gefreut. Also mein Junge, es gibt solche wie dich, die nach Stärke streben, aber es gibt auch solche wie diese beiden, denen es genügt, einfach nur mit den Pokémon zusammen zu sein. Du hast sie zum Kampf gezwungen? Es gibt so viele verschiedene Antworten, wie es Trainer gibt. Auch wenn unsere Definitionen eines Champs voneinander abweichen, ist das vollkommen in Ordnung. Sehr, sehr, sehr offener... Mensch, gehen wir zur Maria-Zugbrücke, ist es nicht... zur Maria-Zugbrücke ist es nicht mehr weit. Kannst du mich nochmal heilen? Der Champ ist der Stärkste, eine andere Antwort brauche ich nicht. Oh, Sharon ist ein bisschen stur. Scheiße! Meine Pokémon helfen mir sonst immer beim Brotbacken, heute helfen sie mir beim Kampf! Oh nein, ich wollte jetzt einfach ein Brot kaufen, Mann! Guck mal für den Brötchen, ich erschlag dich nachher mit dem Blech! Oh ne, die Dreier-Serie kommt jetzt noch rein. Der Bedroher. Ja, natürlich sind wir nicht geheilt. Wir sind gar nicht darauf vorbereitet auf den Kampf. Gib uns Brötchen zum Heilen, bitte. Oh, Kratzfurie. Oh, gehen leider alle daneben. Das ist jetzt traurig. Bam. Lala. Oder mal. Okay, warte, wen müssen wir denn als nächstes kommen? Wir machen mal Wilhelmine wieder. Weil der Dark Lord auf Level 32, der geht schon ab. Ich muss mal gucken, wann der sich nochmal entwickelt. Oh, ey Mann. Auf Level 40. Okay. Hat sich auf Level 29 entwickelt, wer es nicht mehr wusste. Die Entwicklung sieht schon cool aus. So, bin Schnitte. Wurde besiegt. Oh yeah. Und. Oh, ein Vegimerk. Das ist ja eine Überraschung, dass das jetzt noch kommt.
Der Windschnitt. Oha, dieser Kampf war ganz nach meinem... Oha, dieser Kampf war ganz nach meinem Geschmack. Komm, gib uns Brötchen, bitte. Es hat Riesenspaß, mit Pokémon gemeinsam Brot zu backen. Dafür stehe ich auch gerne etwas früher auf. Willst du auch kämpfen? Hallo, ich bin nur eine einfache Magd. Ich suche wohlschmeckende Zutaten, die den Gourmet-Gaumen meiner Herrin erfreuen können. Oh, irgendwas riecht in deinem Beutel... Das riecht halt sehr gut. Kann ich mal ansehen? Ja, klar, das ist, mein Fahrrad. Nee, ich glaube, da kann man der Tuss Pilze und so geben. Mini-Pilz. Oh, was für ein Duft. Eine seltene Zutat, Mini-Pilz. Ich gebe 500 Mücken, Mann. Oh, dafür zeige ich... Ja, jetzt habe ich der Herrin ein Menü, das die Gaumen erfreut. So, sind das alles Trainer? Nein, nur der Typi. Der Hip-Hop hier, Mann. Ein Dreher und ich bin dran. Noch ein Dreher und du bist dran. Turn around, turn around, turn around. Tänzer Andro. Lampion. Ah ja, das ist ja auch so ein Pokémon, was eher so tänzerisch begabt ist. So, Bedroh. Ah ja, scheiße. Soll ich mich mal heilen oder nicht heilen? Oder doch heilen? Oder vielleicht heilen? Oder. Wir gehen uns vergraben. Fassade. Oh. Bam, schlägt rein. Wie ein Schaufler. So, was hast du noch für einen Tänzer? Nimm mal einen, okay. Schick ihn in den Ring. Na, mein Kleiner, möchtest du ein Tänzchen wagen? Dann gehe ich mal unter die Grundebene. Nur um dann aktiv zu erheben. Prost. Das war ein sehr schöner Tanz. Rundherum im Kreis herum. Tja, ich glaube, du bist dumm. Und der will... Ach, scheiße. Das sah aus wie so ein Tourguide, aber nee, natürlich, alle wollen kämpfen. Hey, Trainer, erlaub mir ein Kunstwerk aus dir zu machen. Was hast du vor, alter Mann? Will ich anmalen, Mann. Ignaz? Hey, das ist der Top 4-Typi aus den ersten beiden Teilen. Aus Platin. Aus dem letzten Pokémon-Ding. Der ist aber ins Alter gekommen und der ist Künstler geworden. Krass. Hier machen wir mal den Knirscher, weil es ein Psycho-Pokémon. Tschüss, Zumbulara. Auf Wiedersehen. Tommy, geh langsam, das Deck weist über Tünchen meiner Fehler aus. Schöner Spruch. Okay, so. Was ist jetzt mit der Brücke? Hier lang. Zeit anzurufen. Ich habe Kontakte, ne? Ich regel das. Ich bin's. Lass bitte die Zugbrücke runter. Ich habe ein paar Trainer, die gegen dich antreten möchten. Ja, danke. Seht mal. Warum wart ihr denn überhaupt oben? Also da dürfen nur Trainer rüber, die gegen den Arena-Leiter kämpfen wollen, oder was? Krass. DDR-Zeit hier. Auf mich warten Dreharbeiten, daher verabschiede ich mich jetzt. Der Arena-Leiter der nächsten Stadt ist etwas eigenwillig, also viel Glück. Oh, dann versteht er sich mit Sharon wahrscheinlich super. Ich bin ein Trainer, ich werde immer stärker und lasse meine Siege für mich sprechen. Auch der Champ wird mir bald Gehör schenken. Er hätte ja auch so zugehört, hättest du mit ihm geredet. Naja. Wozu ist bitte eine Brücke, die man nicht überqueren kann? Ja, danke, meine Rede. So, Fahrrad ausgepackt. Muss mal Pokémon wechseln. Der Dark Lord hat jetzt, ups, nein, hier kann man nicht schaufeln, hat jetzt genug gekämpft. Will den Minigun ran. Sind ja alles Trainer? Nee. Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémon ab. Seine Federn gleiten anschließend sanft zu Boden. Wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. Genau, also hier gibt es dann so schwarze Stellen. Jetzt sehen wir eine. Ich will die ganze Zeit so ein Flattern, aber... Nö, haben wir nicht. Und da können wir entweder eine Feder oder halt ein Picolente begegnen. Brücken sind schon eine tolle Sache. Überleg doch mal, durch eine Brücke lassen sich zwei sonst voneinander getrennte Orte miteinander verbinden. So gesehen haben sie schon fast symbolischen Charakter. Dasselbe kann man von Straßen auch sagen. Da war es bestimmt von dem Typen auf Route 5 gehört, wa? Gut, dann würde ich sagen, hier bei diesem unglaublich schönen Kunstwerk, wenden wir den Part.
Segeln? Was ist denn das? Keine Ahnung. Gut, also wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's weiter. Euer Hans-Peter. Ciao.